Bin mir gar nicht mehr so sicher, wo es dort den Geheimgang gab. Gab es dort überhaupt einen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es wird ja immer an der Zahl angezeigt, wo ich Geheimgänge habe und wo nicht. Ach doch, ich glaube, irgendwo hier müssen die gewesen sein. In diesem Level. Gleich im ersten wieder. Schon wieder. Ja, wie ihr seht, wir sind jetzt in einem Haus und wurden geschrumpft. Aber wir sind ja eigentlich nicht die Inhaber dieses Gebäudes, sondern das sind niemand anderes als die Ameise, die besonders stachliche Ameise, die hier eigentlich heimisch sind. Und deswegen sind wir natürlich nicht sonderlich willkommen. Ich frage mich immer, was das dort unten für Stacheln sind. Soll das massig Ameisen oder so darstellen? Ich habe keine Ahnung. Gibt's da was? Oh ja. Mein Hasi. Hasi, Hasi, Hasi. Und ducken. Und ducken. Und weiter geht's. Oh, ein Schießwütiger. Und Stacheln und Spitzen und eine normale und nochmal so ein Stachelschweinchen. Also so eine Stachelameise. Aber sie hat Stacheln, wenn ich ihr zu nahe komme. Und noch so ein Rüttler mit seiner Schaufel. Ja, jede Ameise hat seine Aufgabe. Und jede Aufgabe wird geschätzt. Und ducken. Nein. Ich glaube, ich hätte oben lang müssen, gehen müssen. Och nee. Oh nee. Gut, okay. Wir können auch so abballern. Ja, würde schon sagen, hört das auch irgendwann mal wieder auf. Da ist noch so ein. Schieß ab. Und ab hinein. Was ist eigentlich das im Hintergrund? Ist das das Gehölz? Jeder, der schon mal im Wald war, wird wissen, was ich meine. Und da haben wir schon wieder eine saubere Abkürzung gezogen. Endboss. Also sollte man einen Speedrun machen, sind manche Geheimgänge auch hervorragend, um den Weg zum Boss abzukürzen. Und schon wieder Schiebewelten. Ich mag keine Schiebewelten. Nein! Da bin ich gestorben. Darf ich nochmal? Ja, ich darf nochmal. Diesmal ein klein. Aber es kamen ja auch keine Gegner. Fängt schon wieder so an zu ruckeln. Finde ich nicht gut. Und dann nehmen wir den hier mit. Also irgendwie kommt es mir manchmal so vor, als lässt sich der Mario so träge steuern. Weiß auch nicht, manchmal drückt nach vorne, aber der kommt nicht aus der Hüfte, der Kollege. Wer weiß. Schnell, schnell, sonst werden wir zerquetscht. Eigentlich auch ziemlich grausam, oder? Für solche Spiele einfach so zerquetscht zu werden. Wie gemein. Oh, Feuerblume. Gehen wir doch platt weg, quitt. Kann ich nicht auch oben lang gehen? Ist mir lieber, als hier unten alles kaputt zu schießen. Oh, nicht schießen. Das wäre jetzt uncool. Und da haben wir es auch schon geschafft. 700 Münzen. Wir wissen nicht, wohin mit den Münzen. Und dann gehen wir wieder zurück. Nach unten. Und da sausen wir und sausen wir. Und da laufen wir hier lang. Wir ignorieren die Ameisen. Einfach ignorieren. Also in diesem Fall ist eigentlich die Feuerblume wieder sehr vorteilhaft. Wobei ich immer noch das Gleiten, das Schweben, diese Schwerelose bevorzuge. Ich weiß auch nicht. So ein bisschen da dahin gleiten ist mir irgendwie lieber. Das mochte ich auch schon immer an den Donkey Kong Spielen. Das Mädel mit den langen Haaren, das ist einfach der Hammer, wie die durch die Gegend gleiten kann und dass er dabei nicht schlecht wird, weil die sich immer gedreht hatte. Schon erstaunlich. Schöne Spiele waren das gewesen. Aber ich werde es vielleicht auch noch Let's Playen. Mal schauen. Donkey Kong.
Alle drei hätte ich da Windham vorgehabt durchzuspielen. Wobei das allererste Spiel mit Abstand am längsten zurückliegt bei mir. Ach, und da sind wir auch schon am Ziel. Und wir nutzen die Chance auf ein Leben. Und. Schnapp. Wir bekommen wieder drei Leben. Und gleich ab in die nächste Runde. Nö. Dam. Nee. Da will ich nicht hingehen. Nicht in den Hintern schießen lassen. Nicht den Hintern ankugeln lassen. So, und da kriege ich mal. Gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, aber da kriege ich ihn gleich wieder. Oh, wie schön, wie nett, wie hübsch. Lalalala. Wobei mir hier jetzt beinahe noch die Feuerblume lieber gewesen wäre. Ich habe so die vage Vermutung, dass die blöde Pflanze irgendwann zwei Feuerbälle in Folge schießt, statt nur diesen einen. Oh, cool, Mann. Fisch aus dem Weg räumen. Flux. Schnell. Ach, schade. Hätte ich den noch mitgenommen, hätte ich Schwächenleben bekommen. Oh naja, mit 23 Leben sind wir doch schon gut dabei. Reichlich Münzen. Schwimmen. Und hier überfliegt man das einfach, weil hier gibt's eh nichts zu sehen. Außer noch ein paar Stacheln und ein paar von diesen fliegenden Viechern und ein bisschen Gerenne und naja, das Übliche halt. Ich bin einfach stur dagegen und bekomme ein Leben. Zwischendurch immer mal an der Maus rütteln. Ich habe schon wieder vergessen, meinen Bildschirm schon auszuschalten, wenn ich hier aufnehme. Und wieder sausen. Und da gibt es noch einen Kohlrabi, den wir schon haben. Vorsicht! Oh! Sieh einer an! Da kam einfach mal so aus dem Nix heraus ein Stern. Klasse. Ja, fix! Rein! Bevor der Stern aufhört! Leben! Schade, nicht noch ein Leben. Oh Mist. Ach, was soll's. Ich hab so die vage Vermutung gehabt, dass dort unten noch was drin war. Ah, und genau so hätte das andere auch noch geendet. Mensch, und da sind wir schon wieder so gut wie beim nächsten Boss. Zack. Und hopp. Und nochmal hopp. Später werden wir auch noch so ein paar miesen Gegner begegnen, die uns eiskalt versuchen, das Leben zu klauen. Die werden dann das Herz in der Hand halten und damit davonrennen. Aber ich denke, das werden wir noch früh genug sehen. Also spätestens im nächsten Level. Also, wenn wir uns die nächste Münze holen wollen. Diese Münze ist uns ja schon fast wieder sicher. Wie lange nehme ich jetzt eigentlich schon auf? Schon eine halbe Stunde vergangen. Über eine halbe Stunde. Und? Nee, nehme ich nicht. Oh, riesige Bücher. Wie finde ich das Level cool. Nur schade, dass man die Level, wo der Endboss mit drin ist. Ah ja, genau, hier. Die rennt weg. Eine Hexe, die uns das Leben klaut. Aber uns entkommt niemand. Die Welt fand ich immer cool. Die hätte ich manchmal gerne mehrere Male gemacht. Aber nein, das Spiel verwehrt es uns leider. Wenn wir den Endboss besiegt haben. Ach ja, sollten wir in den Spiel Game Over gehen, werden auch all unsere gesammelten Münzen, die wir von den Endbossen bekommen haben, auch wieder verschwinden. Oh, ich hatte eine vage Vermutung, genau, und wieder ein Leben. Gleich klauen, bevor die gute Hexe zu Potte kommt, oder sollte ich eher sagen, die nicht so gute Hexe. Nö, darunter will ich jetzt nicht. Oh, wir haben es fast geschafft, gleich sind wir beim Boss. Ich kann mich dunkel dran erinnern. Ach, wie oft ich das Spiel damals gespielt habe.
dann, let's get move. Eine Maus, ein Mäuschen. Und noch einmal. Quietsch, quietsch. Oh, und da haben wir sie schon. Oh, wenn wir einmal geschrumpft sind. Und dann bekommen wir unsere Münze. Unsere dritte Münze. Und wir haben schon fast Halbzeit. So, ich würde sagen, ich werde jetzt losziehen, ein bisschen Geld verprassen, hoffen, dass ich ein paar Leben bekomme für mein Geld. Und dann werde ich von unten mich wieder nach oben arbeiten. So, durch die Röhren hindurch. Oh, dort oben gibt es zwei Welten, wie ich sehe. Also das heißt, es müsste auch zwei Geheimgänge geben. Denn hier gibt es so ein tolles Teil. Und ich würde sagen, wir verprassen jetzt mal so 200 Münzen. Wisse, lass es keine Hexe sein. Ach, nur ein Leben. Das hat sich ja mal sowas von überhaupt nicht gelohnt. Na gut, besser als nichts. Besser als eine Hexe zu bekommen. Die Hexe, die steckt uns dann nur die Zunge raus.